Mein Name ist Danny Kircheis und bis vor 3 Jahren wurde mein Leben von der Autoimmunkrankheit Morbus Crohn bestimmt. Morbus Crohn ist, ähnlich wie Colitis ulcerosa, eine chronische Entzündung des gesamten oder nur Teilen des Darms, die mit starken Schmerzen, inneren Blutungen, Depressionen, Durchfall, Gewichtsverlust und vielen weiteren Symptomen einhergeht. Über 300.000 Menschen in Deutschland leiden an einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Die Zahl steigend und die Dunkelziffer weitaus höher. Oft leiden Menschen an Autoimmunerkrankungen, ohne eine Diagnose gestellt bekommen zu können. Die Behandlung dieser Erkrankungen sieht nicht selten starke Immunsuppressiva und Corticosteroide vor. Medikamente mit schwerwiegenden Risiken und Langzeitfolgen. Ich habe diesen Kanal ins Leben gerufen, um dir zu helfen, nicht mehr das Opfer, sondern der Held der Geschichte deines Lebens zu werden. Es hat mich 9 Jahre gebraucht, um hinter die Ursachen von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa zu steigen und zu einer Lebensweise zu finden, die es mir ermöglicht, frei von Medikamenten und Symptomen zu leben. Und genau das möchte ich mit dir teilen. Willkommen auf meinem Kanal namens Artgerecht. Es ist der 27.10.1989. 2 Wochen vor dem Mauerfall erblickte ich in einem kleinen Dorf im Erzgebirge das Licht der Welt. Hineingeboren in diese neue, unbekannte Welt. Unbekannt nicht nur für mich. Plötzlich waren da Supermärkte mit Dingen, die man sonst nur manchmal von der Verwandtschaft aus dem Westen zu Weihnachten geschickt bekam, wie mir meine Eltern erzählten. Alles war bunt und überall roch es nach neu gewonnener Freiheit. The Wind of Change war überwältigend, aber das nicht nur auf eine gute Art und Weise. Mit einem Schlag änderte sich das Kauf- und Ernährungsverhalten der Menschen und die Probierfreude der nun neu erhältlichen Lebensmittel hielt Einzug in die Haushalte. Wo vorher noch regional produzierte Waren den Abendbrottisch deckten, wurde nun immer häufiger zu Fertigprodukten großer Handelsketten gegriffen. Niemand war sich damals jedoch bewusst, was dort eingekauft, mit kochendem Wasser übergossen, zum Frühstück in eine Schüssel geschüttet, aus der farbigen Dose getrunken, zum Film aus der Tüte genommen oder aus der Tiefkühltruhe in den Ofen geschoben wurde. Es war bequem und schmeckte gut. Jedoch sind wir eine der ersten Generationen, die sich von diesen künstlichen Lebensmitteln überhaupt ernährt. Studien zeigen immer wieder, dass mit der Industrialisierung unserer Nahrung ebenfalls ein deutlicher Anstieg an chronischen und degenerativen Erkrankungen zu verzeichnen ist. Lebensmittelunverträglichkeiten werden heute schon fast als normal angesehen. Ich war dafür das beste Beispiel, denn schon mit 6 Jahren bezahlte ich meine Ernährungsgewohnheiten mit dem Spott anderer Kinder, welche sich über meine trockene Haut und meine Hautkrankheiten lustig machten. Dazu kamen leichte Verhaltens- und Konzentrationsstörungen, mit 10 Jahren erste Depressionen und sogar Suizidgedanken. Heute erkenne ich die Verbindungen zwischen meinem Lebensstil und den genannten Symptomen. Damals jedoch fühlte ich mich, als wäre irgendetwas nicht richtig mit mir und keiner konnte mir sagen, was los war. Allgemeinärzte waren meist ratlos und wie Hautärzte verschrieben sie nur immer teurer und teurer werdende Cremes und Tabletten, die irgendwann aufhörten zu wirken. Als Teenager dann die ersten Symptome des Morbus Crohn. Chronischer Durchfall. Ich dachte damals, dass das ganz normal wäre und nicht so schlimm. Ich meine, bis heute ist dieses Thema ein Tabuthema. Meine Ernährung war ja auch schließlich die eines ganz normalen Westeuropäers. Cornflakes mit Milch zum Frühstück, Weißbrot mit Erdnussbutter oder Marmelade in der Schule und Macaroni mit Käse zum Abendbrot. Bei Opa eine Tafel Schokolade und beim PlayStation-Spielen Chips. Alles mit Limonade runtergespült und nach der Schule vielleicht noch vom Taschengeld einen Energy-Drink aus dem Supermarkt gekippt. Eine nicht nur nährstofflose, sondern zucker- und zusatzstoffreiche Diät. Das Schlimme daran? Es war total normal. Diese Entfremdung gegenüber den Nahrungsmitteln, wie sie in der Natur vorkommen, durch Dinge wie Monokulturen, also zum Beispiel das alleinige Anbauen von Getreide, das speziell so gezüchtet wurde, um schnell zu wachsen, ertragreicher zu sein und immun gegen einige Krankheiten, und das Verwenden von Pestiziden und künstlichen Düngemitteln hat dazu geführt, dass unsere Nahrungsmittel heutzutage viel weniger Nährstoffe haben als vor 100 Jahren. Wir überlasten unsere Böden und laugen sie aus. Orangen zum Beispiel hatten Anfang des 20. Jahrhunderts noch 10-mal so viel Vitamin C wie heute. Von der toxischen Wirkung der Pestizide und Düngemittel mal ganz abgesehen, ist es heute weitaus schwerer, seine Nährstoffbedürfnisse zu decken. An apple a day keeps the doctor away stimmt vielleicht bis heute. Die Frage ist nur, wo kommt mein Apfel her? Doch nicht nur wie wir unsere Lebensmittel anbauen, auch wie wir sie weiterverarbeiten, spielt eine immens große Rolle. Umso mehr wir die Dinge konzentrieren, raffinieren und denaturieren, also zum Beispiel aus Zuckerrohr weißen Haushaltszucker machen oder aus Kernen Sonnenblumenöl, umso schwerer kann unser Körper mit diesen Substanzen arbeiten.
Jeder weiß, dass Lebensmittelzusätze ungesund sind. Aber auch Vitaminpräparate stehen sehr oft in der Kritik, nicht wirksam zu sein. Denn es benötigt das Zusammenspiel vieler verschiedener Gruppen von zum Beispiel Vitaminen und Mineralstoffen in einem Verhältnis zueinander, wie sie in der Natur vorkommen. Wir müssen unsere Lebensmittel also so essen, wie sie uns Mutter Natur schenkt. Oder wir bezahlen das vielleicht im Supermarkt gesparte Geld in der Apotheke. Erste Heilungserfolge traten dann mit den Ernährungstipps eines Heilpraktikers ein, der mir zu einer mehr vollkommeneren, natürlicheren Lebensweise riet. Er sagte mir zum Beispiel, ich solle lieber nur einmal in der Woche Süßigkeiten essen, anstatt jeden Tag ein bisschen. Das war meine erste Begegnung mit Heilung abseits von schnellen Lösungen wie Tabletten oder Cremes. Das half mir zumindest mit den Hautproblemen, nicht aber mit den ständigen Depressionen, Durchfall und den Entzündungen der Gelenke, der Mandeln und der Augen. Was war bloß los mit mir? 2011 dann die Diagnose. Nachdem ich aufgrund einer starken Schwellung im unteren Beckenbereich die Schmerzen nicht mehr aushielt, fuhr ich in ein Krankenhaus. Ich hatte nun bereits ein Jahr in einer Chicken Nugget Fabrik als Laborant gearbeitet und zu meiner täglichen Aufgabe gehörte es, die Produktion des Vortages zu testen. Kein Scherz. Ich habe also täglich das so ziemlich ungesündeste Lebensmittel gegessen, wurde dafür bezahlt und habe dafür bezahlt. Im Krankenhaus stellte man stark ausgeprägten Morbus Crohn mit Fistelbildung fest. Fisteln? Das sind Kanäle, die sich zum Beispiel vom Darm aus durch den Körper einen Weg nach draußen bahnen. Reiner Horror. Nie zuvor ging es mir so schlecht. Ich war überrumpelt, aber irgendetwas in mir war froh, nun endlich zu wissen, was falsch mit mir war. Meine Hoffnung lag nun ganz bei den Ärzten, die hoffentlich irgendeine Wunderpille für mich hatten. Und sie hatten sie. Cortison, Mesalazin, Pantoprazol, Azathioprin, Infliximab. Zeitweise 21 Tabletten am Tag. Leichten Medikamenten folgten immer stärker und stärker werdende Immunsuppressiva. Mein Körper bekämpft sich selbst, sagte man mir. Man muss ihn stoppen. Und so fühlte es sich auch an. Als würde irgendetwas in mir nicht mehr leben wollen. 6 Jahre lang abhängig von Medikamenten. Und trotzdem schutzlos gegenüber diesen Schubphasen meiner Erkrankung. Mir wurde ein Grad der Behinderung von 30 bescheinigt. Meinem abgeschlossenen Studium als Diplom-Braumeister konnte ich aufgrund meiner Nahrungsmittelunverträglichkeiten und meiner ständigen Antriebslosigkeit nicht mehr nachgehen. Und selbst eine Beschäftigung mit nur 30 Wochenarbeitsstunden scheiterte aufgrund meiner häufigen krankheitlichen Ausfälle. Ein ständiges Auf und Ab. Hoffnung und Depression. Erblühen und Verwelken. Einsicht und Nachsicht. Dezember 2016 dann Ground Zero. Starker Blutverlust, nicht auszuhaltende Schmerzen, Fistelbildung, hartnäckige Infektionen, 10 Kilogramm in einer Woche verloren. Ich werde nie den Moment vergessen, in dem mir klar wurde, dass ich so keine 2 Wochen mehr weiterleben möchte. Doch dieses Mal sollte alles anders werden. Ich beschäftigte mich nun mit allen möglichen Themen, die ich vorher stets ignorierte. Ich begann zu meditieren, las Bücher über Ernährung, Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung und die Geschichte unserer Menschheit. Ich stellte meine Ernährung immer und immer wieder nach den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft oder fragwürdigen YouTubern um. Und dies mit anfangs nur mäßigem Erfolg. Ich bemerkte, wie verwirrend das Thema Ernährung sein kann. Soll ich nun auf Fleisch verzichten? Sollte ich nur noch Fleisch essen? Vegan, Carnivore, Ketogen, Low Carb, SCD oder GAPS-Diät? Ich wurde immer besessener, mir endlich diese eine Frage beantworten zu können. Wie ist man eigentlich Mensch? Seit etwa 300.000 Jahren lebt der Mensch auf diesem Planeten. Und scheinbar ist die Antwort auf diese Frage bis heute nicht zum Mainstream vorgedrungen. Wie kann das sein? Es existierten so viele verschiedene Kulturen und keine soll dies herausgefunden haben? Braucht es wirklich komplexe Wissenschaft, um diese Frage zu beantworten? Oder reicht ein Blick in die Vergangenheit? Haben wir einfach vergessen zu leben? Scheinbar hat jedes andere Tier neben uns seine natürliche, artgerechte Lebensweise und ist sich derer bewusst. In der Wildnis sieht man keine Lebensmittelunverträglichkeiten oder chronische Krankheiten. Wenn es also einen artgerechten Lebensstil für Tiere gibt, welcher sie vor Krankheiten schützt und so funktionieren lässt, wie die Natur es vorsieht, wie sollte dann unser Lebensstil aussehen? Wir erforschen fremde Planeten, aber wissen bis heute nicht, wie wir optimal leben sollten? Nun, ich kann nicht von mir behaupten, all diese Fragen zu 100% beantworten zu können. Was ich jedoch sagen kann, ist, dass ich heute einen Lebensstil gefunden habe, der mich entgegen jeder ärztlichen Meinung von allen Krankheitssymptomen und Medikamenten der Vergangenheit befreit hat. Ich habe mehr Energie und mehr Lust auf mein Leben als jemals zuvor. Und es fühlt sich endlich richtig an. Und das alles
durch eine Kombination moderner Wissenschaft mit dem Wissen jahrtausendealter, heute längst ausgestorbener, primitiv lebender Völker weltweit. Viele dieser Stämme wurden erst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch Forscher wie zum Beispiel Weston A. Price entdeckt. Diese Kulturen lebten immer noch so, wie sie es seit Hunderten von Jahren taten, und ihr Gesundheitszustand, obwohl sie keine Zahn- oder Allgemeinärzte hatten, manchmal nicht mal Medizinmänner, war von so einer Perfektion gesegnet, von der wir heute nur träumen können. Ich habe es mir zur Mission gemacht, das Wissen rund um die Themen Ernährung, Psychologie und Physiologie in unsere heutige Zeit zu bringen. Ich will dir helfen, endlich so zu leben, wie es für uns eigentlich vorgesehen ist. Der Verwirrung rund um das Thema Gesundheit ein Ende zu bereiten, um endlich glücklich, gesund und voller Energie die Dinge angehen zu können, die dein Leben wirklich artgerecht machen. Und dafür habe ich nur eine Bitte an dich. Komm mit mir auf diese Reise.